Der Sparkassencup 2012. Es ist angerichtet, der Sparkassencup 2012 am Samstag, den 14. und 15. Januar. Wir von IR Radio for You sind live vor Ort, berichten live aus der Rhein-Neckar-Halle in Eppelheim. Stefan Brandhuber, Sparkasse Heidelberg. Für 2012 denke ich, dass Sandhausen da mit vorne dabei mitspielen wird. Auch der FC Waldhof Astoria wird da seine Rolle haben. Und Waldhof Mannheim ist logischerweise auch nicht zu unterschätzen. Gerd Deis, der Trainer des Titelverteidigers. Wir werden schon wieder eine schlagkräftige Mannschaft in die Halle schicken können und wollen natürlich dort antreten, um auch wieder den Pokal nach Sandhausen zu holen. Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen. Selbst die Spieler, die jetzt nicht Stammspieler sind im laufenden Spielbetrieb, haben die Qualität, um hier so ein Turnier entscheiden zu können. Auch viele junge Spieler sind darunter, die sich sicherlich präsentieren wollen an den zwei Tagen. Von dem her haben wir eine sehr konkurrenzfähige Mannschaft zusammen und das Ziel vom Sportler ist ja immer, Erster zu werden. Der Präsident des Nordbadischen Fußballverbandes, Ronny Zimmermann. Mir gefällt Hallenfußball unglaublich gut. Ich finde es spannend, toll. Die Atmosphäre ist klasse in der Halle. Und insofern gehört es zwingend in meinen Terminkalender rein. Das ist definitiv richtig. Wäre es in diesem Jahr jetzt wieder für Sie der Favorit? Ja, das ist in der Halle immer schwierig, weil in der Halle ist es halt wirklich so, dass wenn du 5, 6, 7 gute Techniker hast, dann ist alles möglich. Aber logischerweise ist es natürlich immer die Mannschaft, die auch im Feld die Klassenhöchste ist. Und Sandhausen ist ja auch Turnierverteidiger. Insofern liegt es natürlich nahe zu sagen, dass es der SV Sandhausen ist. Aber da wie ich jetzt ja weiß, dass die SG Wiesenbach mit Jens Nowotny spielt, ist es ab sofort mein Geheimfavorit. Rhein-Neckar Radio mit der ersten Live-Sendung 2012 am Samstag um 15.30 Uhr. Start im Turnier mit der Begegnung der Titelverteidiger SV Sandhausen gegen den FC Astoria Waldorf. Live dabei sein in Rhein-Neckar Radio. Das erste Highlight des Jahres 2012. Der Sparkassencup der Sparkasse Heidelberg. Der Titelverteidiger SV Sandhausen. Die Regionalligisten SV Waldhof Mannheim, Wormatia, Worms. Die Top-Teams aus der Rhein-Neckar-Region. In der Rhein-Neckar-Halle Eppelheim. Fußballgala der Extraklasse. Am 14. und 15. Januar 2012. Der Sparkassencup 2012. Es ist soweit. Internetradio ist auf Augenhöhe mit dem herkömmlichen Radio. Sie empfangen Internetradio über jedes Smartphone. Und davon gibt es mittlerweile in Deutschland über 20 Millionen. Und ich glaube kaum, dass 20 Millionen ihr Radio in der Tasche haben. IR Radio for You und IR Sportradio präsentieren heute schon das Radio von morgen. Überall das Internet und Ihr Internetradio empfangen. Ein großes Thema wird vor allem das Zusammenspiel der neuen Medien mit dem Radio sein. Immer mehr Menschen haben unterwegs Zugriff auf das Internet, können über Zusatzprogramme, Apps, Radio hören und finden zusätzliche Nachrichten via Internet auf ihrem Handy. Über moderne Mittelkonsolen mit Internetverbindung sollen Sie unterwegs im Auto künftig aktuelle Zusatzinformationen erhalten können, passend zum Radioprogramm. Patrick Pröbsting, Nachrichtenredaktion, Köln. Firmen- und Vereinsradios interaktiv mitgestalten. Sie hören Internetradio unabhängig vom PC über WLAN-Webradios. Und die gibt es mittlerweile schon ab 60 Euro. Und der Clou der Geschichte, Sie hören Internetradio über Ihr TV-Gerät. Sie empfangen Ihr Radio und haben auf dem Bildschirm Informationen über Ihre Firma, gemischt mit Beiträgen aus der Sendung. So wird das Internetradio zum Bildradio, zur Zukunft für Ihr Unternehmen.